Ja, hallo, mein Name ist Wladimir Elistratov. Ich komme aus Russland. Ich hoffe, dass Sie mein Deutsch verstehen werden. Seit einigen Jahren habe ich eine Vogelperspektive-Karte von Ruben Atoyan zum ersten Mal gesehen habe. Ruben Atoyan ist ein Kartograf aus Weißrussland mit armenischer Herkunft. Er macht seine Vogelperspektive-Karten manuell und alleine und alles mit Bleistift. Und seitdem steht vor mir eine Herausforderung, wie man solche Karten automatisch erstellen kann. Noch ein schönes Beispiel. Das ist eine auch Vogelperspektive-Karte von Reykjavik, Hauptstadt Islands. Auch manuell gemacht, aber diesmal, ich glaube, mit Aquarell. Und diese Karte ist interaktive. Man kann es ziehen und zoomen. Und ich glaube, sie nutzen Open Layers für Unterstützung der Interaktivität. Aber das Prinzip, wie man einzelne Gebäude, wie man einzelne 3D-Modelle macht und georeferenziert, ist allgemein. Man kann das Prinzip für verschiedene Anwendungen, also das Prinzip ist gültig für verschiedene Anwendungen. Ich nehme als Beispiel sogenannte 2,5D-Karten. Unter 2,5D-Karten verstehe ich herkömmliche Webkarten mit einer Ebene von 3D-Gebäuden. Also die Gebäude sind in Schrägprojektion von oben nach unten. Also und das Beispiel kommt von einer russischen Firma, die interaktive Karten von allen Großstädten Russland anbietet. Also die Frage, wie kann man das machen? Ja? Mit welchem Tool? Also meine Antwort ist Blender. Blender ist mehr eine 3D-Plattform als ein Programm. Also selbstverständlich ist es Open Source. Es gibt sehr kräftige Funktionalität zur 3D-Modellierung. Man kann fotorealistische Bilder mit Blender erstellen und nicht fotorealistische. Also man nimmt ein 3D-Modell und macht ein nicht fotorealistisches Rendern. Es gibt solche Funktionalität drin. Und was für uns wichtig ist, alles in Blender ist mit Python oder mit Python Programmiersprache abrufbar. Und jetzt zum Vorgehen. Also man fotografiert Gebäude auf der Straße, dann macht man 3D-Modellierung mit Hilfe von Fotos, dann kommt Georeferenzierung von jedem 3D-Modell und zum Schluss kommt Zusammenstellung von einzelnen georeferenzierten 3D-Modellen je nach Anwendung. Und wie ich schon gesagt habe, als Beispiel nehme ich 2,5D-Karten. So, nehmen wir ein Beispiel, ein Foto. Hier steht ein dreistöckiges Gebäude. Leider bin ich ein schlechter Maler. Ich kann nicht auf ein Bild schauen und Elementengrößen eines Gebäudes schätzen. Eine Lösung für mich wäre, die Linien direkt auf einem Bild zeichnen, somit ein 3D-Modell erstellt wird. Und zum Glück hat ein guter Mensch ein Plugin für Blender geschrieben, das genau sowas ermöglicht. Also mein Zeichen zwei Linien, die parallel zur X-Achse sind und zwei Linien, die parallel zur Y-Achse sind. Und dann das Plugin berechnet die relative Lage und die Brennweite von
Kamera. So, die Lage und das Bild. Also die Lage und das Bild werden übereinstimmen. Und man kann Linien zeichnen und Linien auf dem Bild zeichnen. Und jede Linie wird einem Element in 3D entsprechen. Ja, es gibt ein Problem. Man kann nicht die Elementengrößen oder die Gebäudengrößen aus einem Bild ableiten. Ein 3D-Modell eines Gebäudes kann Millimeter lang oder Kilometer lang sein. Und jetzt kommt OSM-Daten zur Hilfe zum ersten Mal. Also ich habe ein Plugin geschrieben, das eine OSM-Datei ins Blender importiert. Und hier gibt die Liste von OSM-Objekten. Und hier sind alle OSM-Attributen oder OSM-Tags aufgelistet. Also man wählt ein Objekt und bekommt alle Attribute hier auf der Ecke. Also wie man kann dieses Problem mit Größen, was ist die Lösung für das Problem mit Größen? Also man markiert einen bestimmten Rand auf Gebäude, auf OSM-Gebäudeumriss. Dann markiert man den entsprechenden Rand auf 3D-Modell. Drückt man eine bestimmte Taste, Perform Mesh Scaling, und die Gebäudegrößen werden angepasst. Das macht mein Plugin. So gehen wir weiter. Eventuell wird das 3D-Modell fertig. Ja, sowas. Jetzt kommt der wichtigste Schritt, die Georeferenzierung. Und hier kommt wieder OSM-Daten zur Hilfe. Also, das ist unser Modell. Und da oben sind OSM-Umrisse. Durchziehen und drehen platziert man unser 3D-Modell am richtigen Ort. Hier ist das der richtige Ort für unser Modell. Dann drückt man eine Taste, Perform Georeferencing, ja, und Länge und Breite werden in der OSM-Datei gespeichert. Also Länge, Breite und Drehwinkel. Ja, so funktioniert das. Man kann in solcher Weise die ganzen Orte erstellen. Jetzt unsere Anwendung, also 2,5D-Karten. Ich kann zwei Methoden zur Erstellung von 2,5D-Karten vorschlagen. Die erste Methode. Jedes Gebäude getrennt rendern und mit Mapnik, Poet, Symbolizer einzelne Bilder zusammenstellen. So, stellen Sie sich vor, dass wir haben zwei Tausende von 3D-Modellen, dann bekommen wir Tausende von einzelnen Bildern. Und die zweite Methode, alle Gebäude auf demselben Bild rendern und als Rasterebene im Mapnik anwenden. Ja, fangen wir mit der ersten Methode, also mit einzelnen Bildern für jedes 3D-Modell an. So funktioniert das. Ich mache Skalierung. So für diese Größe. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch zu sagen. Also ich hoffe, dass Sie verstehen es.
dann simuliere ich Schreckprojektion nach den gewählten Winkeln. Also es gibt keine Out-of-the-Box-Funktionalität, um Schreckprojektion im Blender zu machen. Also es gibt, aber es gibt eine Möglichkeit, die Schreckprojektion zu simulieren. Dann die Viewport-Größen und Lage der orthografischen Kamera werden angepasst, so wie auf dem Bild. Und je nach Zoom werden auch Ergebnisbildgrößen angepasst. Alles läuft in Command Light Mode. Also ich habe das Bild nur zur Übersichtlichkeit gezeigt. So, für jedes Zoom bekomme ich ein Bild und für jedes Modell. So, ich schlage es vor für drei Zooms 17, 18 und 19 zu machen. Neben der Bildern kommt auch eine CSV-Datei. Diese CSV-Datei enthält Modell-ID, Breite, Länge und für jedes Zoom. Image-Name, also Bildname, dann Abstand zwischen Objektzentrum und Kamerazentrum. So, wie Sie sehen möchten, diese Zentren nicht übereinstimmen. Und diese Abstände X und Y werden auch in dieser CSV-Datei gespeichert. Und das für andere Zooms, 17, 18, 19 und wenn man noch braucht, dann bekommt man auch für andere Zooms. Und das macht mein Plugin. Und für Rendering in TileMill habe ich noch eine Card2CSS-Datei vorbereitet. Das ist ganz einfach. Für jedes Zoom haben wir zwei Zeilen. Erste Zeile, das ist, also, wo unser Bild sich befindet. Und zweite Zeile ist Abstand zwischen den Zentren von Kamera und von Objekt. Ja, am Ende bekommt man sowas. Flache Gebäude unten und da oben ist unser Gebäude in Schreckprojektion. Also dieses Vorgehen hat ein bestimmtes Nachteil. Die Gebäude müssen nicht nebeneinander stehen, sonst die Reihenfolge wichtig ist. Man muss es berücksichtigen. Und dieses Nachteil fehlt in der zweiten Vorgehen. Wenn man anstatt einzelnen Bildern bekommt das gemeinsame Bild für alle Objekte. Also hier kann man nicht sehen, also es gibt ein Objekt auf einer Ecke und das zweite Objekt steckt hier. Ja. Und das Vorgehen ist gleich. Man macht Skalierung, dann man simuliert Schrägprojektion, dann man passt Größen und Lage der orthografischen Kamera an. Dann man passt die Ergebnisbildgrößen an. Und hier kommt noch ein Schritt. Und zwar man muss eine GeoTIFF-Datei erstellen. Das macht man mit GDAL Translate Programm. Und am Ende verwendet man GeoTIFF-Datei als Raster in Mapnik. Aber das alles läuft automatisch mit meinem Plugin. Ja, das ist Zoom 17. Hier ist das erste Gebäude. Und da hier
steht das zweite Gebäude. Ja, so funktioniert es. Und noch zur zukünftigen Arbeit. Ich will doch Vogelperspektive Garten bekommen. Das mache ich wahrscheinlich zur Karlsruhe, SOTEM EU. Und die Plugins für automatisierte Erstellung von Gebäudeteilen notwendig sind. Ich meine Fenster, Türen, Fassadendekorationen und so weiter. Ja, so funktioniert das. Alle Skripts, alle Source Code findet man unter dieser Adresse. Wer Interesse hat, kann ich auf meinem Laptop zeigen, wie es funktioniert. Und gerne beantworte ich Ihre Fragen. Ja, erstmal recht herzlichen Dank. Das klang ja sehr spannend. Gibt es Fragen? Was machen Sie denn, wenn keine Gebäudehöhe in OSM vorhanden ist? Haben Sie da eine Chance? Ich nutze die Höhe gar nicht von OSM. Ich nutze, ja, ich zeige es, ja. Ja. Man kann alles ableiten von einem Bild. Ja, ich meine, wenn Sie das referenzieren mit OpenStreetMaps-Gebäuden, um die Höhe zu ermitteln, wenn Sie aber dort gar keine Höheninformationen haben, gibt es da noch irgendwelche... Ich nutze diese Höhe gar nicht. Ich ableite die Höhe von einem Bild. Ja. Okay. Ja, was nehmen Sie denn dann... Das ist eine Möglichkeit, ja. Das ist so, man kann sich mehrere Möglichkeiten zur 3D-Modellierung vorstellen. Ja, in meinem Beispiel habe ich alles von dem Bild abgeleitet. Eine andere Möglichkeit wäre, die Höhe von äußeren Daten abzuleiten. Gut, gibt es weitere Fragen? Es gibt eine. Also erstmal vielen Dank, Wladimir, für den Vortrag. Ich habe gleich zu dem Bild eine Frage. Und zwar glaube ich, die Erweiterung von Blender ist dieses BLAM. BLAM. Ja, genau. Für die Projektion. Ich habe es immer nicht hingekriegt, da vernünftig was zu modellieren, weil man immer ja nur eine Seite des Gebäudes sieht. Und ich habe dann mit zweiten Bildern probiert, das irgendwie zu ergänzen. Das ging immer nicht. Wie hast du das gemacht? Also du hast so ein tolles Haus dann auch rausmodelliert und dann bin ich ein bisschen neidisch. Ja, das ist ein einfaches Haus. Das ist ein Rechteck, ja. Mit einem komplizierten Haus wäre es auf bestimmte Teile aufspalten und dann jedes Teil getrennt modellieren und dann zusammenstellen. Ja. Ich habe zu der Positionierung auf der Mapnik-Karte eine Frage. Wenn du die einzelnen Gebäude einzeln renderst, wäre es doch eigentlich recht einfach, wenn du anfängst, oben zu malen und nach unten malst, dann habe ich das Verdeckungsproblem nicht. Ja, das habe ich hier gemeint mit dem Nachteil. Ist das ein Problem, die Sortierung vorzunehmen? Nee, ich mache keine Sortierung. Wenn es zu Problemen kommt, dann ist es lieber, das zweite Vorgehen zu nutzen, also das gemeinsame Bild als Raster für Mapnik. Also alle Gebäude auf einem Bild zu generieren und dieses Bild als Raster für Mapnik anwenden. Als Raster-Ebene. Man bekommt eine Geotyp-Datei und wendet es als Raster-Ebene an. Gibt es weitere Fragen? Wir können so lange fragen, wie wir wollen. Das Social Event, es liegt noch in weiter Ferne. Gut, keine weiteren Fragen, dann müssen wir uns bis zum Social Event noch so ein bisschen vergnügen. Recht herzlichen Dank für den Vortrag.